ersten Erweiterungspunkt 13, Nominierung diverse Ausschüsse der SPÖ. Ich stelle jetzt am Anfang gleich den Antrag, dass wir die Neunominierungen nicht geheim, sondern durch Erheben der Hand durchführen. Wer ist damit einverstanden? Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, das ist sehr nett, weil sonst hätten wir jetzt ein bisschen länger gebracht. Und ich gehe das jetzt einfach durch. Wir sehen im Prüfungsausschuss neu Gemeinderat Heimo Wittmoser. Ich stelle den Antrag der Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer ist damit einverstanden? Gegenstimmen, Enthaltungen. Für den Umwelt- und Sozialausschuss Helene Marx. Ich stelle den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte mit seinen Gegenstimmen. Das freut mich. Enthaltungen. Danke, einstimmig. Für den Wasserverband Söding-Wielbach, Gemeinderätin Monika Posch-Zlöbel. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig. Und damit war es auch das mit dem Tagesordnungspunkt 13. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, den wir machen müssen. Das sind jetzt die Berichte aus den verschiedenen Verbänden. Der Wasserverband tagt morgen. Es gibt eigentlich nichts Neues aus dem Abfallwirtschaftsverband, weil dort wird im nächsten Jahr erst über die weitere Vorgehensweise der bezüglich der ASZ abgestimmt, wobei wir da in der kleinen Region noch andere Gespräche führen. Ihr wart alle bei der Hauptversammlung der kleinen Region, dort wo auch für mich die Lehrlingsmesse auch jetzt immer begriffen wird, das Top-Projekt. Ich werde noch versuchen, das so weit gedeihen zu lassen, dass es ein echtes Kleinregionsprojekt wird, wo alle quasi den gleichen Beitrag beitragen. Aber es war, glaube ich, ein sehr schöner Anfang. Ja, und dann kann ich noch sagen, aus dem Abwasserverband Liebhochtal, dass wir im nächsten Jahr in der Sitzung, die wir jetzt vor kurzem gehabt haben, beschlossen haben, dass wir die Digitalisierung als eines der Hauptprojekte angehen werden im nächsten Jahr. Das heißt, sämtliche, das Liebhocher Kanalnetz ist eines der wenigen, das noch nicht digital komplett erfasst ist. Und das ist jetzt etwas, das für das nächste Jahr durch den neuen Geschäftsführer angedacht ist. Und das wird dort unser größtes Vorhaben sein im kommenden Jahr. Das war es damit aus Punkt 14, aus dem Bericht aus den Verbänden. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15a im öffentlichen Teil. Und da geht es jetzt um die erste Fragebeantwortung. Da muss jetzt aufpassen, dass die richtige Antwort ist. Keine Frage gegeben. Das ist der Bericht des Prüfungsausschusses von der Feuerwehr. Da würde ich gerne anmerken, dass wirklich von unserer Feuerwehr bemerkenswert ist, wie viele eigene Sachen die macht und dadurch auch der Gemeinde hilft, Geld zu sparen, weil wenn die Feuerwehr jetzt kein Geld hätte, das zu so einem Autos dazu zahlen, dann müssen sie auch die Gemeinde zahlen, weil sie so notwendig sind, die Autos anzuschaffen. Stimmt, und da kann ich anmerken, es war ein lang gehegter Wunsch der Gemeinde, und das haben wir im Vorstand ja auch beschlossen, dass wir schauen, dass wir im Gemeindedienst wieder mehr Leute mit Feuerwehrerfahrung bekommen, und es ist uns gelungen, dass wir sowohl ab 1.1. und ab 1.3. Stimmt das? Am 1.5. und 1.1. 2.1. und 1.5. zwei junge Männer, die in Liebhoch wohnhaft sind und beide für den Feuerwehrdienst ausgebildet sind, in den Gemeindedienst aufgenommen werden, und das freut sich die Feuerwehr, da freuen uns wir, weil damit auch die Untertagseinsätze wieder sichergestellt sind, die ja immer das Problem sind. Gut, das war jetzt die Feuerwehr. Warum ist die normale Prüfungsausschusssitzung, dass die Frage des Ankaufs der Ventilatoren für den Kindergarten gegeben? Ja, das ist die Beantwortung von der Kindergartenleiterin. Aufgrund der sehr hohen Sommertemperaturen in den Räumlichkeiten in Spitzenzeiten 32 Grad gewesen wurden, war es notwendig, auch von der Fachabteilung eingefordert, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um den Missstand entgegenzuwirken. Nachdem die Anschaffung einer Klimaanlage erst 2020 geplant wird, ist es ganz notwendig, die Nutzkühler und Ventilatoren anzukaufen. Nachdem bei der Firma Nutz alle Ventilatoren ausverkauft waren, war es notwendig, bei der Firma Leiner einzukaufen. Da 2020 und alle Räumlichkeiten mit einer Klima ausgestattet werden können, werden die angekauften Kühlwendeleinheiten weiterhin dringend gebrauchen müssen. 27 Grad Handtemperatur für Gemeindemaßnahmen zu ergreifen, und das war vorausgehend möglich. Ja. Da musste man dann nicht schauen, dass das vielleicht bitte gleichzeitig mit einer Photovoltaik gekoppelt hat, weil es also sinnvoll ist, dass man Strom erzeugt
und so heiß ist und damit kühlt. Ja. Werden wir schauen. Nein, nicht nur. Haben wir noch was im öffentlichen Teil? Nein. Ich habe das noch vorgeschlagen. Was ist denn das? Aber man könnte ja jetzt ein warmes Außenrennen machen in unserem Eco-Hawaii. Wir werden deinen Vorschlag gerne weiterleiten. Humoristische Aussage bitte immer zu bemerken, dass wir auf die Filme gehen. Findest du das so humoristisch? Du warst ja auch mal jung. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, das ist zu lange her. Und aufgrund des Klimawandels war es anscheinend damals nicht so warm, ich weiß es nicht. Ja, vorher war schon. Das war jetzt auch eine lustige Antwort übrigens, nur damit man das nachvollziehen kann. So, Hammer. Gibt es jetzt noch was im öffentlichen Teil? Das ist jetzt die Beantwortung. Dazu ist es die erste Sitzung von der Volksschule. Okay, das sind jetzt die Antworten. Die Feuer löschen. Die Feuer löschen. Und die Brüssig ist noch gut. Genau, in der Tafel. Genau. Ja, aber das sind sie gerne. Nein. Das mit dem Essen war, ne? Ja. Mit Essen war, genau. Aber das ist vor Ort geklärt worden, das war keine Frage im Protokoll. Ach, da ist es nicht gewesen. Sorry. Wo war das? Teilweise. Ja, sicher. Ich bin schon gar nicht mehr krank werden, oder wie? Aus jetzt, wir machen keine Essensdiskussion. Das heißt, beim Faschierten gibt es nur guten Faschiertes? Ja. Habe ich das richtig gelesen? Ja. Ja. Ich bin weder Koch noch Experte. Das war jetzt gut. Damit darf ich den öffentlichen Teil und den Punkt A von 15 beenden und darf mich bei den Zusehern fürs Erscheinen bedanken, ein schönes Weihnachtsfest wünschen und die Sitzung für